aus Ihrer langjährigen Praxis als Immobilienmaklerin, was sollte nach Ihrer Erfahrung bei der Gründung beachtet werden? Also nachdem sich der Existenzgründer dann gut ausgebildet hat und nun dann am Anfang steht, sein Geschäft aufzumachen, sein Büro aufzumachen, halte ich es für ganz wichtig, sich hinzusetzen und einfach erst einmal überlegen, welchen Schwerpunkt möchte ich eigentlich ausüben in meinem Beruf. Wir haben ja Vermietung, wir haben die Makelei, wir haben Gewerbevermietung und Gewerbeimmobilien. Und alle drei haben ganz andere Voraussetzungen. Und wir sollten nicht denken, dass wir, oder die jungen Kollegen, denen kann ich nur raten, sich keinen Bauchladen umzubinden und zu sagen, ich fange jetzt gerade an, ich bin ganz am Anfang meines Berufes und ich kann alles. Das kann ich heute nach 25 Jahren noch nicht, das wäre auch infam, das zu behaupten. Und deshalb ist es wichtig, sich Gedanken zu machen, möchte ich in die klassische Makelei, Verkauf, oder möchte ich nur Vermietung machen, oder gehe ich in die Verwaltung, oder mache ich Gewerbe. Das halte ich im ersten Anfang sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich auch seriös zu planen, am Anfang erstmal ein bisschen klein anzufangen. Es ist schnell Geld ausgegeben, das man vielleicht noch gar nicht verdient hat, zumindest nicht am Anfang. Und was ich eben noch für sehr, sehr wichtig halte, ist seriös mit sich und dann auch den anfänglichen Kunden, die man hat, umzugehen, sich klar zu machen, wie wirke ich beim Kunden draußen, auch mit meiner Geschäftseröffnung, mit Papieren. Und dazu gebe ich immer den Tipp, sich vorzustellen, wie würde ich, wenn ich jetzt einen Makler, Immobilienfachmann beauftragen wollte, was würde ich von dem erwarten? Wie soll der sein? Wie soll er sich verhalten? Und da bekomme ich sehr schnell sehr, sehr gute Erkenntnisse darüber, was ich so am Anfang tun sollte, um meinem Kunden im ersten Moment gut, seriös, fachkompetent gegenüberzutreten. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, Frau Schlubeck, Fachkompetenz. Die Grundlage für seriöses Auftreten sind ja zum einen die kommunikativen Fähigkeiten, zum anderen aber auch solide Fachkenntnisse. Wie wichtig stufen Sie diesen Punkt ein, Qualifikationen der Immobilienmakler? Also ich halte das einfach für die Grundvoraussetzung heute im Immobilienberuf, dass man sich wirklich ausbildet, qualifiziert ausbildet oder eben dann auch fortbildet. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, in den klassischen Ausbildungsberuf als Lehrling zu gehen und den Immobilienkaufmann, Kauffrau zu machen und sich dann danach eben weiter fort- und weiterbilden lässt. Wir haben aber genauso die Quereinsteiger und auch hier ist es einfach notwendig, im Vorfeld alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die mir heute geboten sind im Immobilienbereich, mich gut vorzubereiten, mich auszubilden, alle Institutionen, die wir anbieten, auch der IVD anbietet, eben zu nutzen und sich hier qualifiziertes Grundwissen eben anzueignen, das ich nachher eben auch im Markt anwende.